Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Petticoat Dienstag. Mein Name ist Vanessa Benz und ich hoffe von Herzen, dass es euch gut geht. In meinem heutigen Video möchte ich gerne einen Nachtrag machen zu meinem Blog von vor knapp einem Monat. Und zwar zum Blog vom 10. September, wo es ums Delegieren ging. Was ihr den Artikel nicht mehr im Kopf habt. Es ging darum, dass wir als Mütter viel zu oft oder ständig das Gefühl haben, für alles verantwortlich und zuständig zu sein. Und ich euch in dem Blog bitte, viel mehr zu delegieren und eben nicht alles alleine zu machen. Aber da ist mir auch anhand von euren Reaktionen nachher in den Sinn gekommen, wir müssen als Mutter erstmal lernen, um Hilfe zu bitten. Was meine ich damit? Wir müssen uns erst einmal eingestehen, dass wir nicht Superwoman sind, dass wir nicht alles alleine stemmen können. Den Haushalt, die Kinderbetreuung, die Kindererziehung, den Job, die Ehe, den Traum vom eigenständigen Nebenbusiness und was auch immer du noch auf deiner Liste hast. Und wenn wir das Gefühl haben, im totalen Chaos zu versinken, dann nützt es auch nichts, die Kinder anzuschreien oder einen Heulkrampf zu kriegen. Denn das Einzige, was passiert, ist, dass wir uns erschöpft und ungeliebt fühlen, weil niemand merkt, dass wir Hilfe brauchen. Und damit richte ich mich vor allem an diejenigen Frauen, die nach außen hin so tough wirken, so organisiert, alles im Griff haben. Voll easy, geht doch ganz leicht. Aber wenn wir nicht nach Hilfe und Unterstützung fragen, werden wir sie auch nicht kriegen. Punkt. Versteckt euch da nicht hinter Ausreden wie, oh, ich traue mich nicht, meine Nachbarin zu fragen oder, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt eine Putzfrau anstelle? Dann könnte man ja meinen, ich hätte meinen Haushalt nicht im Griff. Lasst das. Wenn ihr Unterstützung und Hilfe braucht, dann holt sie euch. Und sich Unterstützung holen heißt nicht, dass man schwach ist oder sein Leben nicht im Griff hat. Und nicht jede Außenstehende fragt sie immer, oh, du siehst etwas gestresst aus, kann ich dir irgendwie helfen? Nein! Aber jeder Außenstehende kann auf eure Frage nach Hilfe schlicht mit Nein antworten, wenn er keine Zeit oder Lust hat, euch unter die Arme zu greifen. Also braucht ihr da wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Und seid doch mal ehrlich, wie oft habt ihr schon jemandem einen Gefallen getan? Na also, ist es dann nicht Zeit, dass auch ihr mal um den einen oder anderen Gefallen bittet? Hauptsache Mütter, ihr rockt euer Leben. Ich glaube an euch und euer Potenzial.